Pflege bei voller EM-Rente. Wann bekomme ich die höhere Rente ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe wieder eine Anfrage zum Thema EM-Rente und Zeiten der Pflege während dem Bezug der EM-Rente bekommen. Ein Rentenbezieher, der eine EM-Rente bezieht oder bekommt, will wissen, warum die zusätzlichen Entgeltzeiten, die er für die Pflege seines nahen Angehörigen seit Jahren durch die Pflegekasse erhält, nicht in seiner aktuellen EM-Rente zur Rentenerhöhung führt. Wann werden diese Zeiten ihm gutgeschrieben und führen dann auch tatsächlich zu einer höheren Rente? Das Gesetz sagt uns, dass für Zeiten nach Beginn einer Rente entweder nur eine Zurechnungszeit oder Zuschlagsentgeltpunkte aus Beiträgen nach Beginn einer Altersrente ermittelt werden. Können Sie nachlesen im § 75 SGB VI. Konkret für die EM-Rente bedeutet das, dass Entgeltpunkte aus Beitragszeiten, die nach Eintritt der Erwerbsminderung liegen, nicht mehr ermittelt werden. Ab dem Zeitpunkt des Beginns der Erwerbsminderung erhält der Versicherte dafür eine Zurechnungszeit. Auf Antrag kann aber der EM-Rentenbezieher auch Entgeltpunkte für Beitragszeiten nach Eintritt der Erwerbsminderung ermitteln lassen, wenn diese Beitragszeiten 20 Jahre umfassen. Das ist eine ganze Latte. Diese Regelung bedeutet nicht, dass die Beitragszeiten aus einer Pflege und die sich hieraus ergebenden Entgeltpunkte nicht seinem Versicherungskonto gutgeschrieben werden. Die sind also gar nicht weg. Also da muss man bitte aufpassen. Diese Vorstellung dürfen Sie bitte nicht haben. Im Grundsatz heißt das für unseren Kunden, dass er seine zusätzlichen Entgeltpunkte erst dann tatsächlich berechnet bekommt, wenn er nachfolgend aus seiner EM-Rente dann eine Altersrente erhält. Ob die zusätzlichen Pflegezeiten und die sich daraus resultierenden Entgeltpunkte auch tatsächlich zu einer höheren Nachfolgerente führen, ist eine völlig andere Frage. Oft ist es nämlich so, dass die bisher aus der EM-Rente in Anspruch genommenen persönlichen Entgeltpunkte höher sind als die in der nachfolgenden Altersrente. Dann gilt der sogenannte Besitzschutz. Das heißt, die monatliche Altersrente wird dann aus den besitzgeschützten persönlichen Entgeltpunkten aus der vorhergehenden EM-Rente berechnet. Daher kann es in unserem Fallbeispiel wirklich gut sein, dass unser Kunde trotz zusätzlicher Pflegezeiten in einer späteren Altersrente keine höhere Rente bezieht, weil die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente wegen der Zurechnungszeit immer noch höher sind als die persönlichen Entgeltpunkte aus der Altersrente inklusive mit den Pflegezeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.